Frauensachen für einen Mann. Oh mein Gott, Bro. Digga, Jungs, wirklich, ihr lebt einfach hinterm Mond, Mann. Das ist wirklich insane. Wollt ihr mir sagen, eine gottverdammte Umhängetasche ist eine Frauensache? Seid ihr dumm? Bro, ich sag euch, wer hier schuld an dem ganzen Problem ist. TikTok. Bro, ich habe gestern einen TikTok gesehen, wo, ich glaube, Cody irgendwie Beef hatte mit so einem TikTok-Atzen, weil der TikTok-Atze hat irgendwas gesagt, von wegen, dass er irgendwie Schwule nicht akzeptiert, aber er ist deswegen irgendwie nicht homophob oder so, keine Ahnung, und er darf das ja, weil es ja seine Meinung. Und dann haben alle Leute so geschrieben, W und dann der Typ. Digga, ich dachte einfach nur so, Junge, ist das so cringe, ist so cringe, wirklich. Bruder, es ist so peinlich einfach, wirklich. Leute, dass Leute denken, eine eigene Meinung haben, also so ich, man darf nicht die Meinung haben, Bro. Also das ist genau das, was Meinungsfreiheit nicht ist. Es ist so stupid, Alter. Das ist so peinlich, Alter, wirklich. Also ich habe jetzt nur so einen Ausschnitt gesehen, aber ich habe halt auch einen Ausschnitt aus diesem Livestream gesehen und ey, Junge, es war so peinlich, Mann. Und Leute haten Cody jetzt, weil er quasi was dagegen gesagt hat. Er meinte halt, dass er findet, dass man alle Leute akzeptieren sollte, die halt, auch Leute, die gay sind oder so. Und dafür wird er jetzt so mäßig irgendwie halb von der einen Seite halb gehatet so. Bruder, es cringet mich. Es ist wirklich cringe. Ist Meinungsfreiheit, ist aber ein dickes L. Nee, ich weiß nicht genau, wie dieses Paradoxon heißt. Meinungsfreiheit heißt ich nicht unbedingt, so auch sehr, aber kann bei uns nicht das tragen, Toleranz, ja genau, das Toleranzparadoxon. Ich werde euch damit jetzt nicht langweilen. Und die Leute, die es tatsächlich mal gucken sollten, die sind noch zu blöd, um das zu verstehen. Deswegen ist es eh scheißegal. Aber das ist unfassbar peinlich, Digga. Ich fühle das mit den Taschen auch sehr, aber kann man bei uns nicht tragen in so einem kleinen Dorf. Wird man gleich, ja, du weißt schon. I hate them gays. Ja, Mike, du sagst es, Bro. Digga, du sagst es. Digga, Mike, das sieht so weird aus. Du kannst nicht einfach schreiben, I hate them gays, immer in Chat random. Das checkt doch keiner. Mike ist selber schwul, damit ihr kurz checkt, was hier der Zusammenhang ist, okay? Ja, Bro. Das ist also kurz, damit man jetzt hier kurz mal den Kontext bringt. Das ist keine Quatsch. Ist wichtig, dass Menschen wie du, die viel Reichweite haben, über sowas reden. People. Ja, aber ich habe das Gefühl, die meisten Leute hier checken das, you know? Und wenn nicht, verpisst euch, Alter. Dann kommt irgendein versager TikToker, der irgendwelche gottverdammten Hurensohn, homophoben Aussagen macht, Bro, und einfach ein Versager ist und nie irgendwie, weiß ich nicht, Glück in seinem Leben finden wird. Alright, so, und jetzt gehen wir nicht auf die Eier.